Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Die Essstörung, die hat viele Gesichter. Ich will euch das zeigen, dass sehr oft in Klischees gedacht wird, in Schubladen gedacht wird, was ja irgendwo auch menschlich ist. Aber ich will euch damit zeigen, dass das in dem Fall, was Essstörungen angeht und wie sich das äußert, sehr oft ein Trugschluss ist und nicht der Wahrheit entspricht, dass die Klischees, die man im Kopf hat, nicht das Wahre sind, also die Realität widerspiegeln. Das alles ist so vielseitig und vielschichtig, wie sich das äußert, die Essstörung. Also ich will damit sagen, nicht jeder, der Bulimie hat, ist in dem Fall stark untergewichtig. Da hat man halt ein falsches Bild und denkt sich, jeder, der sich übergibt, der muss ja stark untergewichtig sein, weil er ja keine Nahrung aufnimmt. Aber dem ist nicht so. Dann gibt es halt auch Leute, die Bulimie haben, die haben immer mal ihre Phasen. Und wenn sie nicht gerade ihre bulimische Phasen haben, haben sie auch Binge-Eating-Phasen. Phasen, wo sie dann halt auch viel essen und es nicht erbrechen. Oder auch mal Phasen, wo sie normal essen und die Nahrung auch drin behalten können. Es ist dann nicht so, dass sich jeder dann permanent nur übergibt. Na, und in dem Fall dann gezeichnet ist, weil er stark, stark, stark untergewichtig ist. Also das kann auch variieren und wechseln innerhalb der Essstörungen. Man kann halt auch mehrere Essstörungen haben, denn man neigt so oder so als jemand, der psychische Störungen hat, Süchte hat oder Essstörungen hat, dazu, sich andere Süchte anzueignen, suchtaffin zu sein, genauso für gewisse Störungen. Und es kann auch sein, dass du Bulimiker bist, aber nicht alles, was du isst, ausbrichst, dass du dann auch natürlich Nahrung in dir drin behältst und nicht alles ausscheidest und aufgrund dessen dann halt auch nicht stark untergewichtig oder abgemagert bist. Und dann müssen sich manche Betroffene anhören, ja, ich weiß ja gar nicht, was du hast, du siehst doch gesund aus, du siehst doch gut aus, du siehst doch toll aus, wenn man dann Normalgewicht hat oder eine gute Figur hat. Das ändert aber ja nichts daran, dass die Bulimiker dann in dem Fall darunter leiden, dass sie Sicherheit suchen und dass es dann zu einem Teufelskreis wird, sich zu übergeben, sich dafür schuldig zu fühlen, mit Scham behaftet zu sein und sich als Versager oder Versagerin anzusehen und sich zu fürchten um seine Gesundheit aufgrund dessen. Man möchte nicht zunehmen, man möchte die Kontrolle behalten, aber man möchte natürlich sich auch nicht schaden. Und das macht dann halt auch immer was mit dem eigenen Selbstbild, mit dem eigenen Selbstwert. Und auch wenn man augenscheinlich gut, top, schön und geil aussieht, ist es ein richtiger Leidensweg und das sollte man nicht runterspielen und da sollte man auch bitte mehr Verständnis für diese Menschen haben und nicht sagen, ja, Bulimikerin, Bulimiker, was willst du? Du siehst doch gut aus. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das ist natürlich, wenn sich das im Äußerlichen dann nochmal bemerkbar macht, noch mehr meiner Meinung nach zur Teufelsspirale gerät und einen noch mehr zerbricht, jetzt mal außen vor gelassen, ändert aber nichts daran, dass es auch ein gehöriger Schmerz für die betroffene Person ist, selbst wenn sie augenscheinlich dazugehört und nicht aufgrund seines Aussehens irgendwie Einbuße erfährt oder so. Ne? Ja, aber wir reden hier jetzt auch nicht nur vom Bulimiker. Genauso kann es auch bei jemandem sein, der Anorexie hat, der Magersucht hat, der dann auch Momente hat, wo er dann binget, wo er dann wieder nicht sich das Essen verwehrt und sich runterhungert oder sich das abwechselt zwischen Anorexie, dieses Bingen oder Bulimie. Und dementsprechend kann es dann auch sein, dass die Person dann zwischen Untergewicht und Normalgewicht oder Übergewicht dann immer wieder hin und her switcht. Das passiert auch. Wobei es oft der Fall ist, wenn du stark von Anorexie und Magersucht betroffen bist, dann ist es dann halt meistens so, dass du dann auch mit der Magersucht, mit der Anorexie zu tun hast, ohne eine Binge-Eating-Störung oder ja, eventuell noch Bulimie, wo du ja auch bingst, aber das dann auch wieder ausscheidest, das könnte vielleicht noch dazukommen. Aber in vielen Fällen, je nachdem wie gefestigt das ist, ist es dann so, dass du dann bei der Anorexie verweilst und dadurch dann auch sehr stark gezeichnet bist. Aber es gibt auch Fälle, wo es hin und her switcht zwischen Anorexie, Bulimie und
Binge-Eating und dann wechselt sich auch immer das Gewicht, Untergewicht, Normalgewicht, Übergewicht. Das gibt es auch. Da kann man einfach nicht in Schubladen denken und dann denken, jemand, der Anorexie hat, der darunter leidet, der ist dann immer sehr hager und sehr untergewichtig. Wie ich auch schon vorhin erwähnt habe, nein, du kannst ja auch mehrere Essstörungen haben und bist so oder so dafür dann anfällig, weil alles ja psychisch bedingt ist in den allermeisten Fällen, dass eine psychische Ursache hat. Du willst Kontrolle haben, du willst Sicherheit haben, weil dir Sicherheit in deinem Leben gefehlt hat und dich das erschüttert hat in deiner Kindheit durch Ereignisse, die sich in deiner Familie oder in deinem Umfeld abgespielt haben, die dir angetan wurden, die du nicht verarbeitet hast, die dich überfordert haben. Und deswegen passiert das ja. Und genauso ist es auch bei jemandem, der bingt, ne? Der dadurch übergewichtig geworden ist, der dann trotzdem Bulimie haben kann und dann Phasen hat, wo er sich übergibt und dadurch dann abnimmt und dann ja und dann halt wieder damit aufhört und dann wieder zunimmt und trotzdem an Bulimie leiden kann, obwohl er übergewichtig ist. Und genauso kann dieserjenige an Anorexie leiden. Ja, jemand, der 200 Kilo wiegt, kann auch eine Anorexie haben. Lass mich das mal erklären, das ist atypische Anorexie. Wenn es dann Phasen gibt, wo man dann hungert, vor allen Dingen bei diesem Diätdenken, jetzt fange ich an, nicht mehr viel zu fressen, jetzt verwehre ich mir Nahrung, jetzt esse ich nur 500 Kalorien, jetzt esse ich nur Salat und Gemüse, jetzt esse ich nur so wenig wie möglich. Und wenn es da Phasen gibt, die aufkommen, regelmäßige Phasen, ne, dass du das halt öfters hast, dass das sich mal über Monate lang zieht, über Wochen lang oder auf jeden Fall, ja, in dir auf jeden Fall verankert sind. Auch als Störungs- und Krankheitsbild, dass es kein Mittelding gibt, sondern nur die schwarz oder weiß, dieses Fressen oder dieses sich herunterhungern, auch wenn du körperlich dadurch dann nicht untergewichtig bist oder gezeichnet bist, ist es eine atypische Anorexie und das spricht dann auch für dein Krankheitsbild, weil du dann trotzdem halt gestörtes Verhältnis zum Essen hast, dieses ganz oder gar nicht denken hast, dich Essen entweder anfickst und für deine gute Stimmung sorgt und um abzutauchen, Sicherheit zu haben oder halt du dann in dem Fall Essen verabscheust, weil du dann Kontrolle darüber haben möchtest und getriggert bist von den Lebensmitteln, weil du denkst, es passt jetzt einfach nicht ja, in eine Diät oder besser gesagt, eigentlich sollte es ja eine Lebensumstellung sein, etwas, was man dauerhaft behalten kann, in sein Leben implementieren kann. Und wenn du dann denkst, dass es da nicht dazu passt, dann fängt sich das meistens an, sich so zu äußern, dass du auch als übergewichtiger Mensch dann die Phasen hast, dass du eine atypische Anorexie hast. Ne? Jedes Mal dann viel zu wenig zu essen, auch wenn man dir das nicht ansieht, das ist ja dieses Atypische. Ne? Wieder deines Aussehens, deiner Körperform. Aber es ist dennoch in dir drin, dennoch implementiert. Weil entweder hat dir Essen Sicherheit gegeben, indem du Glücksgefühle bekommst durch das Essen, ein wohliges Gefühl und du fühlst dich sicher. Oder du hast dann Sicherheit darüber, dass du dir das Essen verwehrst und sagst, ich entscheide, was ich aufnehme und was nicht. Und du hast einfach keinen gesunden Bezug zum Essen. Entweder triggert es dich dann zu sehr, dass du es in Mengen, Riesenmengen essen musst. Oder du verwehrst es dir, weil du denkst, es gibt kein Mittelding und es geht nicht, wenn ganz oder gar nicht. Und deswegen fängst du dann an, nicht nur weil du so schnell wie möglich je nachdem abnehmen willst, sondern halt auch, weil du denkst, Normalität gibt es nicht, musst du das eine oder das andere spüren. Du hast keinen gesunden Bezug. Aufgrund dessen, weil du das Essen so sehr idealisierst, weil es für dich einfach nur dann bei dieser Binge-Eating-Störung, vor allen Dingen, wenn du dadurch übergewichtig geworden bist, mit dem exzessiven Fressen verbunden ist und mit dieser, wie soll ich sagen, mit dieser exzessiven Art und Weise, ne, in diesem krassen, kranken Ausmaß und dann fängst du halt an, ja, immer mehr halt, wenn du dann anfängst, abnehmen zu wollen oder in dem Sinne was ändern zu wollen, viel zu wenig zu essen, immer weniger zu essen. Nicht nur, weil du es natürlich auch schneller hinter dich bringen willst, was dann auch fatal ist, sondern halt auch, weil du einfach nur denkst, es gibt nur das eine oder das andere. Weil du so ein gestörtes Verhältnis hast, dass für dich Essen gar nicht mehr halt als Energie, Nahrungsaufnahme dient, um dein Überleben zu sichern. Du kannst es einfach nicht. Du kannst es einfach nicht.
dein Umgang zum Essen, mit dem Essen ist einfach nicht intakt. Und ja, jemand, der stark übergewichtig ist, kann auch eine atypische Anorexie haben. Genauso wie ja natürlich jemand, der Bulimie hat, auch eine atypische Anorexie haben kann, der Normalgewicht hat, dem man das dann auch nicht ansieht, dass er eine Anorexie hat, der dann auch nicht aufgrund dessen immer hager und schlank werden muss, wenn sich das so abwechselt. Ja, das ist so vielschichtig und variabel und man sieht es den Menschen nicht an. Du kannst letzten Endes nicht wissen, was dieser Mensch für eine Essstörung hat, wie viele Essstörungen dieser Mensch hat. Es ist jetzt nicht so, als könnte man stolz darauf sein und man soll sich damit auch nicht identifizieren. Die Essstörungen wollen einen immer nur darauf aufmerksam machen, dass man Dinge nicht verarbeitet hat, dass es eine Verhaltensweise ist, eine Schutzstrategie, eine Überlebensstrategie und das kann man alles ändern, egal wie mühselig das ist, mit dem Bewusstsein. Mit dem Bewusstsein zu wissen, Nahrung gibt dir Schutz, Energie, Nahrung ist nicht dein Feind, dein Körper braucht diese Nahrung. Und weder sollte man sie idealisieren, im exzessiven Ausmaß alles davon abhängig machen und fressen und verschlingen, weder sollte man sie sich verwehren, Angst davor haben und hungern und in dem Fall sich im Wege stehen, sondern ganz wertefrei, Energielieferant, es lässt dich überleben und dann ist es per se schon mal gut, jede Art von Nahrung, ne? Man soll sich davon nicht triggern lassen. Bewusstsein, was esse ich da? Woher kommt das Essen? Wie wurde es mir zur Verfügung gestellt? Ja, sich dessen bewusst zu werden, dass ein Tier sein Leben dafür hat lassen müssen, es darauf zu reduzieren, was es ist, total sachbezogen, die Inhaltsstoffe, die da drin sind und halt auch zu wissen, was man da vor sich hat und das dann auch in dem Fall zu essen, auch zu genießen, auf der Zunge zergehen zu lassen, im Moment zu sein und diese Intensität, dieses Extreme, diese Extremität, dieses Exzessive wettmachen kann. Oh, jetzt habe ich eine Pizza gegessen und sie so genossen und mir so viel Zeit gelassen und nicht geschlungen um Autopilot gewesen oder mich dafür verurteilt. Es reicht mir, ich brauche jetzt keine 10 Pizzen mehr. Das hat mich jetzt auch befriedigt. Versteht ihr? Und im besten Fall ist es natürlich immer noch für jemanden, der psychisch nicht so angeschlagen ist oder gar nicht, nicht diesen Verzicht. Nicht zu essen, zu hassen, zu verteufeln oder Essen als Trost für alles, als Allheilmittel anzusehen. Weil dann legitimiert man sich das unbewusst. Denkt nur an das Essen, denkt nur an das, was man sich verbietet, an die ganzen Trigger-Sachen, Trigger-Food. Und dann irgendwann hat man sich das schon so legitimiert, unbewusst, weil man so oft daran gedacht hat und der Körper darauf eingestellt ist, dass es einen übernimmt. Oder wenn man gewisse Nährstoffe nicht genommen hat, sich genommen hat, Nährstoffmangel hat, dass der Körper diese Essanfälle bekommt. Und dieses ganze da gar nicht denken führt einfach dazu, dass wenn du irgendwas isst, was du dir verboten hast, es dich so sehr triggert, dass für dich jetzt alles im Arsch ist und dass du jetzt sagst, okay, jetzt ist es doch auch egal und jetzt fresse ich so viel ich möchte. Und genau das soll nicht passieren. Jederzeit alles essen zu dürfen, wie ich auch schon im Video davor gesagt habe. Ja? Und ich möchte auch, dass man nicht Menschen in Schubladen steckt, denn ein 300-Kilo-Typ kann auch eine Anorexie haben, kann auch Bulimie haben. Genauso kann eine 40-Kilo-Frau oder ein 40-Kilo-Mann auch Bulimie haben oder Binge-Eating. Ja? Damit ihr Bescheid wisst. Und am allerunterschätztesten ist für mich immer noch, nicht nur weil ich selber übergewichtig bin und dafür werde ich mich immer stark machen, in meinen Augen, der fette Mensch, der einfach nicht als essgestörter Mensch angesehen wird aufgrund der Psyche. Der ist einfach nur maßlos. Nein, 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 nein. Es ist bei allen Menschen dieselbe Ursache. Sicherheitssuchend, Dinge, die man nicht verarbeitet hat. Und deswegen switchen auch so viele zwischen all den Essstörungen. Leute, ich bin ein Betroffener mit Expertenwissen. Sorry, Leute. Ich lache mir sehr den Arsch ab, wie ich mich immer pushe, wie stolz ich darauf bin. Aber bitte, bitte gesteht mir das ein. Das ist auch wichtig, dass man von sich selber halt auch überzeugt ist. Ich bin nicht in vielen Lebenslagen von mir überzeugt. Und man sollte es vielleicht nicht immer so raushängen lassen, aber ich brauche das hier einfach. Und ich hoffe, ihr gesteht es mir ein. Und das ist auch einfach Fakt. Von mir aus können all die studierten Menschen und Experten und Therapeuten alle Fachbegriffe kennen, alle Bereiche des Gehirns, alle Fachbegriffe für Essstörungen, alles perfekt wiedergeben können auf gehobene Art und Weise, auf Hochdeutsch und dir perfekt erklären, wie der Körper funktioniert und warum und dies oder das. Ändert nichts an meinem Wissen. Ändert nichts daran, dass ich das alles weiß und halt auch ohne Fachwörter wiedergeben kann, was sich da ereignet. Ich meine sogar zu behaupten, dass ich einigen studierten Menschen einfach, weil es mein Talent ist, meine Bestimmung dahingehend überlegen bin.
von meinem Wissen, von meinem Verständnis, von meiner Intuition dahingehend. Okay, genug Selbstbeweihräucherung betrieben, auch nicht zum ersten Mal. Ich denke, die Videos, was ich hier sage, sprechen für sich, oder? Ich glaube, das kann mir auch niemand absprechen. Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt und ich hoffe, dass es euch wieder geholfen hat, Menschen, die selber betroffen sind und Menschen, die keine Ahnung davon hatten und nicht wussten, was da wirklich passiert. Ihr seid nicht alleine, Leute. Wichtig, den Bezug zu seinen Gedanken, den Bezug zum Essen, den Bezug zu sich selbst, sich selber zu achten, zu schätzen, zwischenmenschliche Kontakte, eine Aufgabe, etwas, ja, was für dich eine Mission ist, wo du dich aufwertest, wo du Bestätigung bekommst, wo du deinen Platz im Leben hast. Wichtig, um diese Dinge in den Griff zu kriegen. Wichtig, um zu sich selbst zu finden. Aber der Schlüssel dafür ist wirklich, sich dessen bewusst zu werden und sich das einzugestehen und da auch rauszuwollen. Und das ist wichtig. Da wird keiner kommen und für euch das übernehmen. Das ist hart, mit harter Arbeit verbunden und das ist mit vielen Gefühlslagen, die euch da in dem Sinne übermannen, verbunden, die man nicht ertragen kann. Gerade weil man seine Gefühle nicht erträgt, flüchtet man ja, indem man eine Essstörung entwickelt. Und diese Gefühle muss man dann ertragen. Und will man aber nicht ertragen. Und das beißt sich dann. Aber nur das ist der Weg daraus, diese Akzeptanz, es zuzulassen, seinen Gefühlen die Wertigkeit nicht abzusprechen, sich zuzugestehen, zu fühlen, bewertungsfrei und daran zu wachsen. Ich schaffe es. Und ich hoffe, dass es hier auch einige von euch gibt, die es schaffen werden. Ich würde mich so sehr freuen. Und ich tausche mich hier mit euch aus und glaube an diesen Weg hier. Ich vertraue dem Prozess und gebe mir die Zeit. Und bei sowas sollte man sich auch die Zeit geben. Versteckt euch nicht dahinter. Wir sind jetzt nicht unsere Diagnosen, ob diagnostiziert oder nicht. Das ist alles veränderbar. Und das ist ganz, ganz wichtig, nicht zu sagen, ich bin das. Nein, es macht dich auf etwas aufmerksam. Es ist zu einer Verhaltensweise von dir geworden aus Gründen. Aber egal, wie fest die Automatismen in dir drin sind, auch wenn es sich wie deine Persönlichkeit anfühlt und auch zu deiner Persönlichkeit geworden ist, es ist veränderbar. Ja? Ganz, ganz wichtig. Und ich finde, jeder, der dieses Thema fühlt, der muss meine Videos sehen. Von einem fucking Betroffenen, der da selber drin steckt. Und ich fühle es. Ich bin keiner, der das einfach studiert hat und ganz neutral darüber reden und ja, das ist so, so, so. Alter, ich gebe euch das Expertenwissen und ich fühle es. Ich fühle es. Ich weiß, was das mit einem macht. Das ist nochmal eine andere Hausnummer. Denn reden können sie alle darüber. Die haben alle leicht reden. Mach doch dies oder mach doch das. Ja, wenn man nicht weiß, wie das ist. Also Leute, ganz, ganz wichtig, die Weitsicht zu haben. Ich will euch aber sagen, Leute, die meisten Menschen werden euch verurteilen, werden keine Weitsicht haben, werden einfach nach ihren Instinkten gehen und damit muss man klarkommen. Aber Hauptsache, ihr beschäftigt euch mit euch selbst, ihr seid bewusster, ihr findet die Antwort und lasst euch da bitte niemals unterkriegen und glaubt an euch und bleibt am Ball, ja. Unabhängig davon, was andere denken, was sie euch wissen lassen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Okay, Leute? Ganz wichtig. Ihr seid nicht alleine und ja, niemals aufgeben, Leute. Niemals aufgeben. Werdet es euch wert. Ihr müsst einfach verstehen, dass ihr das verdient, dass ihr geliebt werdet, dass ihr eine Menge erreichen könnt und viele Menschen mitreißen könnt. Und das wird euch die Motivation geben, einen Platz zu haben. Ne? Für eure Menschen, die ihr liebt, in eurem Umfeld oder halt auch mit einer Passion, die ihr habt, andere zu erreichen. Ganz, ganz wichtig. Und das ist bei mir mein Block hier, ne? Meine öffentlichkeitswirksame Arbeit als Betroffener aus der Not eine Tugend zu machen. Und ich glaube hier an all das, was ich mache.